Hallo. Siehst du um? Du musst mir unbedingt helfen. Carlos trifft sich heute mit Traumfrau 81. Nee. Aha. Und ob? Du hast mir doch selbst gesagt, es muss was passieren. Ne? Du machst also wirklich ernst. Ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir uns treffen, aber am liebsten würde ich alles wieder rückgängig machen. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Jetzt werden die Karten auf den Tisch gelegt. Du hast dich lang genug versteckt. Lass mal sehen. Da ist doch bestimmt was dabei, damit unserem Carlos die Augen rausfallen. Rausfallen? Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Heidi. Hast du irgendwo die letzte Bestellung vom Getränkelieferant? Ich kann ihn nirgendwo finden. Wie ich gesagt habe, alles ordentlich abgeheftet. Stinkt hier eigentlich so? Das ist mein Parfum. Hast du drin gebadet? Ein, zwei Spritzer. Mit einer Gartenpumpe? Du hast sowieso keine Ahnung. Wie willst du damit beeindrucken, den Getränkelieferant? Traumfrau 81. Ah, wie konnte ich nur die Internetbraut? Die sieht aus wie ein koreanischer Geländewagen. Naja, du bist ja bloß neidisch. Ich bin bestens versorgt. Ich weiß, heute liegt Liebe in der Luft. Wohl eher Testosteron. Ne? So. Perfekt. Hä? Mach alle nicht weg. Oh, Speck. Ich sehe überall nur Speck. Nein, das sieht gut aus. Ja, wie eine Wurst in der Pille. Ach, überhaupt nicht. Jetzt komm, jetzt nimm noch mal einen Schluck. Neues Kleid, neues Glück. Der Garcia Tiger setzt mal wieder zum Sprung an. Hm? Diesmal ist es was ganz anderes. Wie jedes Mal. Das zwischen Traumfrau 81 und mir, das ist wirklich ernst. Wir passen perfekt zusammen. Wow. Nicht so gewagt? Ach komm, nackte Haut hat Carlos noch nie gestört. Ja, aber so einen Körper ist er nicht gewöhnt. Weil du siehst klasse aus, das nimmst du, wirklich. Super. Noch ein bisschen Bammel habe ich trotzdem, wie er reagiert. Ach Heidi, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Carlos sagt doch selbst, dass er nicht mehr auf Äußerlichkeiten steht, oder? Und im Internet habt ihr euch doch super verstanden. Ja, schon. Aber also, kneifen gilt nicht. Das. Wo bist du hin? Nur noch eins. Sorry, aber ich bin verabredet. Ja, ich auch. Hallo. Carlos? Hallo, Traumfrau. Ich glaube, wir sollten uns dringend kennenlernen. Das glaube ich auch. Es wird aber auch Zeit. Unbedingt. Ich bin Isabel. Ich bin Carlos. Man nennt mich auch Latin Soul. Ah, was du nicht sagst. Du hast nie Ballettunterricht genommen. Das wüsste ich aber. Ich habe das Gefühl, dass ich dich schon seit Ewigkeiten kenne. Naja. Ein, zwei Dinge gibt's da aber durchaus noch zu entdecken. Entschuldige. Kannst du mal dem Latin-Lover da hinten stecken? Seine Traumfrau sitzt auf halb zwei. Ich sollte sagen. Ach so, kein Problem, ich hab's passt. Warte mal. Ihr wisst nicht, was ich meinte. So, okay, stimmt so.
Können wir gehen? Ja, klar. Tschüss. Noch ein Sekt auf Eis. Ja. Das war der Reinfall des Jahrhunderts. Bist du nicht zum Zug gekommen? Diese Tussi hat mir die ganze Zeit nur was vorgemacht. Ein Tequila bitte. Das war gar nicht Traumfrau 81. Die waren auf einem schnellen Quickie aus. Schneller Sex am Nachmittag, das hat doch was. Auf sowas habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr. Sag bloß. Ist was? Nö. Die richtige Frau aus dem Internet habe ich jetzt verpasst. Keine einzige Single-Frau weit und breit. Weißt du, du, am besten entschuldige ich mich bei ihr. Stimmt so. Ich drück mir die Daumen, dass sie nicht sauer ist, okay? Ich war ein Idiot. Anstatt auf dich zu warten, bin ich mal wieder in meine eigene Falle getappt. Kannst du mir noch mal verzeihen? Vielleicht haben wir uns ja nur beide was vorgemacht. Oh Mann. Okay, ich hab's verbockt. Aber gib mir bitte noch eine Chance. Ich muss dich unbedingt kennenlernen. Lieber Latin Soul, ich war im Foxy, doch du hast mich nicht erkannt, obwohl du direkt vor mir gestanden hast. Aber manchmal sieht man das Naheliegende einfach nicht oder will es nicht sehen. Wahrscheinlich kannst du dir einfach nicht vorstellen, dass ich deine Traumfrau sein könnte. Lass uns einfach nochmal einen Gang zurückschalten und das mit dem Treffen verschieben. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Tut mir leid. Aber ich glaube, es ist besser, die Sache zu beenden, bevor wir uns gegenseitig verletzen. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Hey, alles okay mit dir? Ja, ja. Weil ich würde jetzt gerne nicht zumachen. Es ist jetzt keiner mehr da. Brauchst du noch lange? Nee, ich hab's gleich.